Hey Bros, ich bin Jack Daniel, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich spiele wieder Biscreated, bin wieder allein unterwegs, ich bin immer noch on the way zum, ja, zur Base. Und ich versuche mir hier so irgendwie so einen Weg dahin zu finden. Ich bin zweimal zum falschen Turm, also ich habe es echt geschafft, irgendwie mich komplett irgendwie zu verfahren und irgendwie komplett in die falsche Richtung zu fahren. Aber wenigstens haben wir jetzt ein bisschen das auch mal gesehen. Ich habe jetzt auch Munition mitgenommen. Gedacht hat, aber okay. Magazin wäre halt cooler, aber ja, ich weiß, dass ich jetzt dahin muss. Das ist auf jeden Fall der richtige Leuchtturm. Auch einen schönen Weg in die Stadt. Dann habe ich es ja nicht mehr schwer, da hochzukommen. Da sieht das Auto da irgendwo schön versteckt. Wenn nicht direkt bei der Base, wenn man die Base findet und dann gleich ein Auto findet. Auch doof. Oh, Zaun. Dann kann man also nicht fahren. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie das Auto Schaden nehmen kann, kaputt gehen kann oder so. Ich will es auch gar nicht rausfinden. Nein. So, und wir sind auf der Stadt. Auf der Straße zur Stadt. Vorne ist die City. Dann bin ich ja gleich mal da. Das war jetzt echt eine krasse Reise. Generell, wie weit ich jetzt gelaufen bin und das Auto mir geschnappt habe und wieder hier rumgefahren bin. Das ist ja scheiß. Aber ich bin froh, dass das Auto noch da war. So. Gleich bin ich bei der Base. Nach 10 Jahren. Da oben ist das. Jetzt muss ich hier schauen, dass ich so eine Straße dahin finde. Genau. Hier nicht weiter. Wo ist da auch richtig geil aussieht hier. Da werde ich auch mal alles da lassen. Der Base geht. Und machen wir Mutant. Dann werden wir mal so losgehen wieder und einfach so Sachen sammeln. So, genau. Und da ist dann dieses Teil da. Gleich da. Guckt. Noch hoch. Dann bin ich gleich bei der Base. Immerhin. So. Müsste die... Nein. Oh, da ist sie. Boah, es ist doch gar nicht mal so schlecht versteckt, muss ich... Geht schon. So, wenn ich das hier so lasse, ist es eigentlich kaum... Oh, ey, runterrollen, ja, Handbremse ziehen. Ist kaum sichtbar. Passt. Das Zeug ist immer noch da. Krass. Mal schauen, ob das immer noch da ist, wenn man dann sich später einloggt. Hier ist auch noch alles da. So. Gut. Schauen wir mal, was jetzt wirklich wichtig ist, was ich hier lassen muss. Hier Hammer. Blödsinn. So, wir trinken mal kurz. Essen wird. Das lasse ich mal da, damit das jemand benutzen kann. Muni sollte ich da lassen. Hammer. Komm, den findest du. Das ist jetzt nicht so wichtig im Moment. Ein Hammer. Lass ich hier so liegen. So. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Waffen hier mal drin sind. Auch die Muni dafür. Nehmen wir hier die Axt mit. Mensch. Messer braucht auch kein Mensch. So. Dafür. Das. Nails. Boah, komm. Sollte man auch. Backpressler. Ja, Ducktape brauchen wir nicht. Für die Nails. So, jo, das passt doch. Das passt. Nice. Okay. Hm. Die Frage ist, sollte ich vielleicht doch noch das Auto irgendwo anders hinparken? Weiß ich nicht. Was kann ich hier so rein tun? Denken, habe ich noch Bandagen? Habe ich noch? Walkie-Talkie braucht kein Mensch, lasse ich auch da. Ich bin halt echt gespannt, wenn man halt hier irgendwie runterkommt vom Server und dann wieder hingeht, ob das jetzt noch alles hier ist.
Wundert mich. So, also vielleicht noch einen besseren. Besseres Versteck noch gleich finden fürs Auto. Obwohl hier sieht es eigentlich. Aber die Base sieht man, da sieht man auch das Auto. Das Auto sieht man nicht so. Wer? Fällt es hier unten noch ein besserer Versteck? Ich guck mal ein bisschen um hier. Habe ich hier gerade nicht wirklich Schiss, irgendwie zu sterben? Habe ich hier noch ein besseren Versteck? Hier. Ist doch gut. Ja, hier ist gut. Hier so komplett. Ja, hier mache ich Sinn. So. Kann ich ja noch ein paar Sachen. Ja, wichtig ist ja, dass ich dann auch, dass, wenn das jemand findet, auch die Reifen dann mir mitnehme und dann oben reinpacke. Auch wichtig, dass irgendwie nicht einer das Auto einfach so mitnehmen kann, wenn er es denn finden sollte. Ja, das. Vorsichtig. So, und dann einfach mal hier so hin. Hier. Findet das eigentlich keiner so schnell. Hier so. Jo. So, am besten auch die Batterie mitnehmen, ne? Ja, Batterie. Reifen. Kann ich nur einen. So, Sparkplugs, Drivebelt auch. So, dann hat er eigentlich viel zu viel, was er da reinpacken. Dann macht das eh schon keiner mehr. So. Oh. Schön versteckt, da sieht keiner so viel. Nice. Auch wenn jemand die Base finden sollte, müsst ihr nicht auch gleich das Auto finden. So. Hier packe ich dann die Reifen rein und auch die Batterie. Was anderes aber da lassen. Hm. Das ist jetzt doof. Batterie. Aber es ist halt auch echt klug. Okay, das Mili-Dings da muss nicht sein. Man muss halt echt gucken, was lässt man da, was nimmt man mit. Jetzt habe ich auf jeden Fall alles da. Also hier, das. Das ist gut. Ja, warte mal, das brauche ich ja. Das brauche ich. Hm. Blöd ist, dass man irgendwie nicht die Sachen da alle auf dem Boden jetzt irgendwie nehmen kann. Die Racks kann ich zum Beispiel nicht nehmen. Jetzt. Okay, da werde ich mal irgendwas von hier ins Auto packen. Ace auf keinen Fall. Ablass auf keinen Fall, die Muni auch auf keinen Fall. Ja. Drivebelts auch auf keinen Fall. Flashlight, nö. Im Auto kann man ja auch Sachen lagern. Die Axt und so kann ich ja lagern und so einen Hammer. Hammer zum Beispiel, hier die Farbe. Hier so und die ganzen Sachen, die auch da draußen rumliegen, so. Kann nicht sein, dass die so rumstehen da. Alles. Auto. Beim Auto kann man ja auch lagern. Das Blöde ist ja, mit dem Auto kann jeder einsteigen und wegfahren. Das heißt, so safe ist das gar nicht. Da kann man aber auch irgendwas bauen, wo man das Auto so schützen kann. Vielleicht auch eine Wand drumherum. Dann einfach die so hinklatschen. Ja, und das werde ich mich dann später auch setzen. Ich mach dann sowas.
Dann ist das Auto so halbwegs safe. Na, alles hier hin. So. Hat noch. Passt. Gut. In Hoffnung, dass hier keiner kommt und das Auto findet, aber ich denke nicht. Ja, und die Waffen habe ich gar nicht mehr bei mir, aber das sieht so aus, als ob ich sie habe. Scheiße. Ja. Hier liegt noch ein bisschen was, aber scheiß drauf. Gut. Lass mich hier mal schön ausloggen. Ja. So, Leute. Dann bin ich mal weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Ist mal ein bisschen eine kürzere Folge, aber ja, das wollte ich halt eben noch erledigen hier. Und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.